Grüße und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer Fantasy Gaming News. Und wenn ihr immer up to date bleiben wollt, dann hinterlasst gerne ein Abo auf diesen Kanal, wenn ihr euch für Warhammer interessiert. Für Warhammer 3 ist wieder sehr viel passiert. Ich habe am Anfang der Woche auch eine Reaktion wieder rausgehauen. Und die möchte ich euch jetzt gerne kurz mal ein wenig erläutern. Ich habe ja zunächst hier auf die Fraktionseffekte der Zarin Katharina reagiert. Die bekommt mehr Hingabe für ihre Frost Maiden, beziehungsweise kann damit mehr regenerieren. Dann bekommt sie mehr Kontrolle, nämlich plus 6 für ihre Siedlungen. Sie bekommt bessere Frost Mains. Und die Ice Court, das sind, glaube ich, die Frost Main Kommandantinnen, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Die kann sich 2 Runden schneller trainieren lassen. Dann zu den Lord Effects. Da haben wir Corruption minus 6, aber nur lokal. Wir haben die Eisgarde minus 50%, aber nur in ihrer Armee. Und Miscast Base Chance minus 50%. Das ist einfach, dass die Wahrscheinlichkeit um 50% sinkt, dass ein Zauber fehlschlägt. Oder dass er mehr Schaden macht. Für Kostaltin kamen auch die Fraktionseffekte und der gute Kostaltin, der versteht sich leider nicht so gut mit Zarin Katharina. Deswegen hat er diplomatische Relations minus 40 mit der Zarin Katharina. Und bei ihm machen die Frost Maiden nicht mehr Hingabe, die er übrigens braucht, um die anderen Kisleviten zu konföderieren, sondern bei ihm machen die Patriarchen mehr Hingabe. Und diese Patriarchen, die haben übrigens auch 20% mehr Rettungszauber. Mehr Nahkampf, nehmen Nahkampfangriff und mehr Führerschaft haben übrigens auch Corsars. Also wie Dervishes, das ist leichte Kavallerie. Und die Corsaren, das sind die mit Bogen und Axt. Und der berittene Bogenschützen, die bekommen beide mehr Führerschaft und mehr Nahkampfangriff. Er selber kann natürlich nur verwundet werden. Und wenn dies der Fall ist, dann wird er 2 Runden weniger verwundet und kommt damit 2 Runden schneller wieder zurück zur Kampagnenkarte. Außerdem seine ganze Armee, die hat Randale. Und ansonsten hatte ich hier noch auf die Schlacht eine Reaktion gemacht. Das war hier eine Hinterhaltsschlacht zwischen Korne und den Ogern. Jetzt kamen allerdings noch mehr Fraktionseffekte raus. Hier haben wir jetzt die Fraktionseffekte für die Nurgle-Fraktion von Kugas Seuchenvater. Und die sind allerdings gar nicht so beeindruckend. Er hat einfach Wachstum plus 10. Und die Nörglinge, die sind bei ihm billiger. Und sie werden 40% schneller wieder regeneriert. Er selber hat Infection Cost minus 50%. Also, dass er andere infizieren kann. Das ist bei ihm 50% reduziert. Er bekommt mehr Nörgelkorruption lokal und er hat 15% eine höhere Chance, mehr Seuchen zu verbreiten. Ist jetzt alles nichts Besonderes, aber gehört nun mal zu einer Nörgelfraktion dazu. Jetzt sind wir bei Katai und jetzt machen wir weiter erstmal mit Zhao Ming. Und der kann 20% mehr für seine Karawanen mitnehmen. Seine Heldenrekrutierung ist für Alchemisten plus 5 Ränge. Also die Alchemisten, die sind immer 5 Level höher. Und der Unterhalt für Ogre-Söldner ist 25% reduziert. Das ist natürlich auf die Lore bezogen, weil er hatte ja mal Gespräch mit einigen Ugan und daraufhin geht das eben hinaus. Und außerdem hat er mehr Rüstung für seine Nahkampfverteidigungstruppen. Bei den Lords Effects haben wir Magic Item Drop Chance plus 100%, das muss ich glaube ich nicht erklären. Upkeep minus 25% für Melee Units, also weniger Unterhalt minus 25%. Und bei der Harmoniemechanik bekommt ihr plus 3 für Yang. Die für Miao Ying sind auch veröffentlicht worden, allerdings fehlt hier etwas.
Und das haben sie geschwärzt. Das gehört so, das soll auch erstmal so bleiben. Und wenn wir uns die anderen Effekte gucken, da haben wir dann hier Korruption minus 2, mehr Munition. Also genau quasi das Gegenteil von Zhao Ming, der geht da eher auf Nahkampf. Und bei Miao Ying haben wir eben halt mehr den Buff für die Fernkampftruppen. Muss ich jetzt, glaube ich, nicht zu sagen. Und Harmonie bekommt sich hier plus 3 für Yin. Da kann ich allerdings noch was zu zeigen. Und zwar Zhao ist ja. Das ist auch nochmal Yang. Also Zhao bekommt mehr Führerschaft für seine Truppen und mehr Nahkampfverteidigung. Und das mit der Führerschaft, das ist immer dabei, sehe ich gerade. Und bei Ying haben wir hier mehr bzw. weniger Nachladezeit für die Fernkampftruppen. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Fraktionen der beiden legendären Lords. Jetzt gibt es ein großes Interview auch noch, das geführt wurde von PC Games und von CA hat sich hier Andy Hall zur Verfügung gestellt. Und der ist nämlich der Hauptautor von, ich weiß es gar nicht, von was er jetzt der Hauptautor ist, von Games Workshop oder von Creative Assembly. Auf jeden Fall hat er das Interview hier gemacht. Und hier habe ich einige Stellen markiert. Und das erste, was ich markiert habe, das ist allerdings später beantwortet worden. Aber sind die Mächte des Chaos der Hauptschurke im Spiel? Sie müssen abwarten und sehen. Das hat er allerdings dann hier unten schon beantwortet. Die Geschichte ist eines dieser Ereignisse im großen Spiel, bei dem eine dunkle Macht aufsteigen und eine andere fallen könnte. Und hier heißt es weiter: Die Geschichte in Warhammer 3 ist eines dieser Ereignisse im großen Spiel, bei dem eine dunkle Macht aufsteigen und eine weitere sinken könnte. Weiter heißt es hier unten. Ich habe den Artikel verlinkt, den könnt ihr euch gerne ganz reinziehen. Der Hauptunterschied zu unserer Geschichte besteht also darin, dass eine andere Entität die sich entfaltenden Ereignissen herbeigeführt hat. Sie sind der wahre Bösewicht dieses Stücks. Werden die dunklen Mächte nun tatenlos zusehen? Nein. Jeder sieht dies als Gelegenheit, seine eigenen Machtspiele im großen Spiel zu fördern. Wir töten auch einen Gott, was selbst in der Warhammer-Welt nicht alltäglich ist. Das Ganze ist jetzt also so zu verstehen. Also, wir haben am Anfang ja geschrieben, es geht um das Chaos. Ja, aber. Das Chaos ist anscheinend, wie wir hier lesen, nicht der große Bösewicht, wie es hier auch schon stand. Vielmehr ist es ein neuer Unbekannter. Und das Ganze wurde natürlich zusammengemacht mit Games the Workshop. Ob das nun jetzt irgendwie noch später Auswirkungen haben wird auf das neue Tabletop-System The Old World, weiß ich nicht. Könnte sein. Dass es hier jetzt irgendwie so eine Art Vorereignis ist oder so. Könnte natürlich sein. Ich weiß jetzt auch nicht, was da jetzt für ein neuer Bösewicht in Erscheinung treten wird. Aber ich denke, die Trailer, wenn wir mal zurückschauen, die Trailer von Warhammer 1 damals, wo der eine an dem Buch korrumpiert worden ist oder vor ein paar Wochen der Trailer mit Nurgle und Slaanesh. Ich glaube, da diese Person, die hat damit etwas zu tun. Ob es dann irgendwie nur alles eine Intrige von Sinch ist, das weiß ich nicht. Da müssen wir abwarten. Oder ob das überhaupt irgendwie was mit Chaos zu tun hat, das müssen wir leider abwarten, aber gibt uns auf jeden Fall schon mal einen großen Einblick in die erste Kampagne von Total War Warhammer 3. Und diese Map hier, die habe ich jetzt von Sierkovic, habe ich die. Und der hat hier auch die möglichen Startpositionen markiert, wobei ich glaube hier,
hat er sich, glaube ich, vertan. Weil Saoming soll eigentlich in der Nähe der Warpsteinwüste sein. Ich weiß nicht, ob er sich hier vertan hat oder ob das jetzt wirklich hier so bleiben soll. Auf jeden Fall, wie ihr seht, fehlt hier oben ein bisschen was. Aber nicht allzu viel. Und das hier, das soll halt die erste Kampagnen-Map sein von Rote Wurmwürmer 3. Und wie wir sehen, ist das Imperium mit drauf, aber Bretonia nicht. Aber Sylvania ist dafür mit drauf und sogar als einzelne Provinz. Hier unten haben wir Squack, den Schlechter von den Ogern. Der wird hier unten im Grauen Gebirge spawnen. Oder zumindest an der Grenze. Und Kostaltin und Zarin Katharina, die spawnen natürlich in Kislev. Und wie wir hier sehen, hat Kislev auch viel mehr Provinzen als in Total War Warhammer 2. In Warhammer 2 sind das ja nur die drei Oblasten. Aber hier hat man das jetzt ein bisschen nochmal getrennt. Um wahrscheinlich Kislev auch ein bisschen stärker zu machen. Aber wir sehen ja zum Beispiel auch so Curse City. Das könnte auch eine einzelne Provinz sein. Ich denke mal, das ist Prag. Ja, weil in Prag gab es ja sehr viele Kämpfe mit Vampiren und mit Chaos. Das wird wohl Prag sein. Jetzt haben wir hier noch das Trollland. River Lünz. Das könnte eine einzelne Provinz sein für Ehrengrad. Und ja, wie ihr seht, Kislev hat hier auf jeden Fall deutlich mehr Provinzen. Und wir haben hier auch das volle Gebiet der Chaoszwerge. Also ich denke mal, die Chaoszwerge, die werden auf jeden Fall dann möglichst bald auch kommen. Wahrscheinlich mit der großen Kampagnenkarte zusammen, mit der Mortal Empires 2, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ja, wir wissen ja noch nicht so ganz, wie sie heißen wird. Aber ich denke mal, die Chaoszwerge, das wird eines der ersten DLCs werden. Dann haben wir hier Greasus, das ist der andere Ogre, der Fette, auf seinen großen Goldkarren. Der wird hier am Anfang sehr viel zu tun haben mit anderen Ogern, mit Skaven und mit Zwergen, mit Grünhäuten. Und hier oben haben wir dann Katai, das jetzt hier ziemlich abgeschwächt rüberkommt. So wurde ja gesagt, Katai ist stärker als das Imperium, das sehe ich jetzt hier nicht. Katai hat hier deutlich weniger Provinzen als das Imperium. Aber vielleicht ändert sich das ja auf der großen Kampagnenkarte. Das kann dann natürlich sein. Und hier haben wir auch die Startposition noch von Kairos, Schicksalsweber. Wozu diese Reiche des Chaos hier mit drauf sind, das weiß ich nicht. Was die für eine Bedeutung haben werden in der Kampagne, da müssen wir einfach noch abwarten. Wie gesagt, die Karte, die ist jetzt hier leider nicht mehr ganz drauf. Hier oben war noch das fehlende Chaosreich. Welches ist denn das überhaupt? Achso, das von Korne, das ist ganz oben. Na, das ist jetzt hier leider nicht mit drauf. Und ja, ziemlich viel ist jetzt hier von der Chaoswüste zu sehen. Die Chaoswüste könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie in Warhammer Vermintide 2, falls ihr das Spiel kennt. Ihr müsst wissen, das Chaos war nicht immer da. Und so waren diese Provinzen da oben auch mal ehemalige Provinzen von anderen Menschen, Elfen und Zwergenvölkern. Deswegen gibt es dort oben sehr viele Ruinen. Ich denke, so in etwa kann man sich die Chaoswüste vorstellen. Und der Kugas, der wird angeblich hier spawnen. Wahrscheinlich wird er gleich irgendwie mit Korne zu tun haben. Hier steht Vol to Skulls. Bei Enkari weiß man das hier noch nicht. Hier hat er ein Fragezeichen hingemacht. Und Scarbrand, der wird hier beginnen. Ob man nun aber auch die alten legendären Lords spielen kann, die zumindest hier von der Karte hier raufpassen würden, das weiß ich leider auch noch nicht. Aber ich denke, wenn es nicht gehen wird, dann wird man das mit einer Mod freischalten können. Ja, so dass ihr dann zum Beispiel hier auch Kai Franz spielen könnt. Betrachten wir diesen Artikel und diese Map zusammen, so sind wir eigentlich wieder in einer ähnlichen
Und ich wiederhole die ähnlichen Situationen wie auf der Vortex-Kampagne. Was sie jetzt nicht heißt, dass die Vortex-Kampagne schlecht war. Außer dass das restliche Teil gefehlt hat, wenn man die Story-Kampagne durch hatte. Aber wir sind ja wahrscheinlich wieder in einem ähnlichen Szenario. Und zwar sind wir ja in einem großen Spiel. Das heißt, es spielen alle gegen alle. Das Chaos kämpft teilweise oder nur manchmal zusammen gegen die anderen Völker. Oder vielleicht auch gar nicht. Das kommt dann immer auf die Kampagne drauf an. Und da jemand anderes der Boss sein wird, der wahrscheinlich auch immer stärker sein wird oder den man irgendwie aufhalten muss, sind wir da dann irgendwie wieder in so einer Art Wettrennen oder Zeitdruck, könnte man jetzt sagen. In der Vortex-Kampagne hatten wir ja, dass wir diese Rituale aufhalten mussten. Und hier müssen wir ja auch was aufhalten. Das heißt, wir sind hier quasi wieder in so einer ähnlichen Situation wie auf der Vortex-Kampagne, meiner Meinung nach, das ich ja schon am Anfang hier eben gesagt habe. Weil wir sind ja wieder bei alle gegen alle und in einer Art ähnlichen Wettrennen. Vielleicht. So denke ich mir das mal zumindest. Ja, das sind so meine Gedanken zu Total War Warhammer 3. Ich habe da aber ja andere. Schreibt's gerne in die Kommentare. Jetzt kommen wir noch zu Total War. Ach nee, etwas habe ich ja noch vergessen. Und zwar gibt es hier noch etwas zu erwerben. Und zwar die Kunst der Spiele Limited Edition. Und das ist hier ja so ein. Ja, was ist das überhaupt? Dies ist die limitierte Sammleredition von Total War Warhammer. The Art of Games mit Konzeptskizzen, Texturstudien, Charakterkunst und vollständig gerenderten Gemälden, begleitet von Kommentaren der Künstler hinter den Spielen. Also das ist so wie so eine Sammlung, kostet hier 45 Pfund. Ja, das hier kann ich leider nicht wegmachen. Und gibt es leider auch nur auf Englisch. Ich habe euch aber mal den Link unten reingesetzt, falls ihr da irgendwie doch Interesse haben solltet. Jetzt kommen wir aber wirklich zu Total War Warhammer 2, und zwar gibt es eine neue Mod für Norska. Und zwar geht es hier um die Norska-Faktionen außerhalb von Norska. Also Skegi, Mung und Agol. Diese drei, die sind hier völlig überarbeitet worden. Die haben auch eigene legendäre Helden und eigene legendäre Lords und eigene Fraktionseffekte und einige Spezialeinheiten. Ja, wir sehen hier zum Beispiel einen Herrscher des Wandels. Wir sehen hier eine Hydra. Und verbesserte Kavallerie. Wir sehen hier einen. Oh, ich komme bei diesen Dinosauriernamen immer durcheinander. Ich glaube, das ist ein Bastillodon, ne? Bastillodon mit einem Brutbringer oben drauf, da oben. Daneben haben wir einen Kornesaurier, glaube ich, hieß der hier bei Skeggy. Und ja, hier sind die Skeggy halt zum Beispiel sehr dschungelbezogen. Und die Mung und die Akul, die sind hier auch sehr nach ihrem Gebiet bezogen. Oh, hier haben wir eine Harpunenkanone? Fragezeichen. Und es gibt sogar auch eine neue Magielehre, The Law of Spirits. Diese Lehre, die kann Eiswürfel beschwören oder bei Overcast ein Geistmammut. Sie kann heilen. Sie verschießen magisches Projektil. Das ist sowas wie Teglis hat. Sie macht ein Area Damage Spell. Sie kann eine Einheit buffen. Und ein Windspell zum Schaden machen. Klingt denn angesichts der ganzen alten Magielehren nicht schlecht. Und ja, wenn ihr Bock habt auf Norska und ihr nicht in Norska spielen wollt, dann zieht euch diese Mod gerne mal rein oder schaut bei mir auf Twitch rein. Ich werde diese Mod jetzt in den Tagen mal zocken. Jetzt gibt es noch einige andere News, und zwar zu Warhammer Vermintide 2. Diese hier, die haben geschrieben, was sie alles geschafft haben.
2021 und was jetzt 2022 zielen wird. Es wird mehr Community-Umfragen geben, da sie ja in ihrem Team Zuwachs bekommen haben, die sich auch darum kümmern werden. Es gibt mehr Kommunikation mit der Community, zum Beispiel über Discord, Steam, Fetchack-Forum, Reddit und so weiter. Es gibt mehr Streams wieder auf Twitch. Und die Newsletter sollen wieder öfter kommen. Von neuem Content steht hier aber nichts, aber sie haben hier oben auch geschrieben, irgendwo, dass nicht alles. Also, sie haben nicht alles bekannt gegeben, was 2022 für Vermintide 2 kommt. Bei Warhammer Underworld Online, da kam nur ein kleiner Patch raus, der hat hier einiges improved und gefixt. Jetzt nichts Besonderes. Und der Waldschrat, der hat hier ein Video rausgehauen zum Totentanz. Ein Battle Report zwischen Imperium und Vampirfürsten und Balduins Maltischgebabbel hat auch wieder einige Sachen neu ausgebracht. Ach nee, nur die Folge 30 und jetzt macht er erstmal Urlaub ein bisschen, so viel ich weiß. Und hier hat er auch übrigens was von Gothic und Felix mit reingepackt. Ich habe das hier immer reingezogen, war sehr unterhaltsam, Balduin. Dann wären wir wieder am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.